Vorsicht, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht, Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute den sechsten Teil unserer D&D Planescape-Kampagne. In dieser neuen Folge besuchen Habeck, Meldor und Arik Bergklang Geddin, die Heimat des zwergischen Gottes der Schlacht. Leider verläuft ihr Besuch nicht ganz wie geplant, denn immer wieder stören plötzlich auftauchende Spruchkristalle die heiligen Abläufe im Berg. Als die drei Exploratoren schließlich ihre Reise zu St. Cuthberts Bastion des Rechts fortsetzen wollen, werden sie von einer mysteriösen Botschafterin aufgehalten, die sie darum bittet, im Namen eines Drachen Verhandlungen mit den ortsansässigen formianischen Ameisenzentauren zu führen. Erlebt in dieser Folge voller exotischer Locations und absurder Rollenspielsituationen, wie bei Habeck dem Zwerg rektal die Gesinnungstemperatur gemessen wird, wie die Exploratoren auf der Suche nach einer freien Zwergensauna verzweifeln und wie sie bei einem Bestechungsversuch in der Stadt der Formianer so richtig schön abgezockt werden. Die Produktion dieser Folge wurde unterstützt durch die Hilfe unserer Patrons. Ihr seid die besten Leute. In unserem Patreon-Bereich findet ihr bereits jetzt 15 bisher unveröffentlichte Podcast-Folgen mit den ungeschnittenen Originalaufnahmen unserer Spielrunden. Und jeden Monat kommt neues Material dazu. Wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball-Podcast, zur Gesellschaft der planaren Exploratoren, zum privaten kleinen Abenteuer von Habeck Holderheck, Meldor Blattschatten und Arik Feuerbach, die mehr oder weniger verirrt sind auf der äußeren Ebene von Arcadia, weil sie das Buch des gesunden Menschenverstandes und die Kleine unerschrocken nach Hause bringen wollen. Ja, ich habe wieder meine illustre Runde an Spielern dabei, und zwar Martin. Schönen guten Abend. Martinus. Guten Abend. Und Dennis. Hey ho. Ihr steht nach eurer kleinen Irrfahrt bisher zusammen mit Lieutenant General Ordo Bartschnippel vor den riesigen, aufragenden Toren von Berg Klang Geddin. Um euch herum tost Schlachtenlärm. Das ist natürlich alles nur simuliert, weil die Zwerge sich hier draußen in einem ewigen Manöver befinden. Und ihr seid umgeben von einer Eskorte von 50 Zwergen, deren Hauptfunktion es ist, heranschwirrende Spruchkristalle abzufangen, damit euer Lieutenant-General nicht beschworen wird, sondern irgendwelches Fußvolk. Das passiert auch. Es schwirrt ein Kristall heran, ein Zwerg wirft sich vor und puff, wird beschworen. Der General, ha, recht so. Er hat seinen Platz an Klang Geddin, seid ihr sicher. Die anderen Zwerge heben ihre Äxte und rufen, Klang Geddin! Ich erhebe meine Axt und stimme sofort ein. Klang Geddin! Oh, der General guckt zu dir rüber und nickt dir anerkennend zu. Abek, ist das das, was du wolltest? Findest du das hier so schön? Ist das Paradies? Du hörst in dir unerschrocken. Ich weiß nicht recht. Ach, ich bin unerschrocken. Lass uns dort reingehen. Die Zwerge sind so rechtschaffen. Und eher rustikal. Die Truppe um euch herum wird leicht dezimiert. Es erwischt dann auch zwei, drei Zwerge, die sich mutig in die heranfliegenden Kristalle werfen. Aber dann durch Schlachtenlärm und Manöverbefehle hindurch erreicht ihr schließlich eines der großen Tore. Der General greift an seine Seite, da hat er einen Horn, das will er gerade blasen, setzt es zum Mund an, aber dann wird dieses Tor unter Dröhnen schon aufgeschoben. Staub wirbelt auf und dahinter erkennt ihr eine große Halle, in der es glutrot leuchtet wie ein Schmiedefeuer. Das ist riesig da drin. Ihr seht in weiter Entfernung eine große, breite Treppe, so groß wie so ein kleines Dorf, die nach
unten natürlich führt. Ihr seht aber auch mehrere größere Wendeltreppen, die nach oben führen. Und in dieser Halle steht eine einzelne Zwergin. Und es sieht so aus, als wäre sie es gewesen, die dieses Tor aufgemacht hätte. Mit rote Zöpfe und einen silberglänzenden Helm mit dem Doppelachs-Symbol, den sie unter ihren Arm geklemmt hat, sodass ihre knallroten Haare mit den Zöpfen halt freischwingen. Wildes Mädchen, schüttelt ein Haupthaar für mich. Und der General neben euch setzt sein Horn wieder ab. Oh, Leutnant Hammerstark! Die anderen Zwerge bleiben stehen, die euch da alle umgeben, und bilden dann so eine Gasse, damit sie durchschreiten kann. Und die kommt langsam auf euch zu. Ich würde mich vor ihr verbeugen und sie anlächeln. Die guckt dich von oben bis unten an und ihr Blick schweift über deine Begleitung. Und dann wendet sie sich an den General. Sie wurde ja nur als Leutnant bezeichnet von ihm. Und sagt, ich übernehme ab hier. In Zwergisch natürlich. Er nickt ihr zu, er verbeugt sich nicht. Wie ihr wünscht, scheint ja wichtig zu sein, hä? Ich denke, ihr solltet euch erstmal die Geschichte von diesen Reisenden hier anhören im Namen von Klangelin. Nicht, dass ihr plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Sie guckt zu euch und meint, würdet ihr ehrenhaften Schnitter geruhen, mich zu lanieren, um was es sich hier handelt? Absolut. Werte Dame, Leutnant Hammerstark, unsere Quest ist, wir müssen unerschrocken und das Handbuch des gesunden Menschenverstandes zur Bastion des Rechts bringen. Ah, Bastion des Rechts. St. Cuthbert also. Sie blickt dich wieder an und meint, ich finde, ihr passt hier ganz gut her. Aber ihr seid natürlich noch nicht tot. Naja, passiert ja manchmal schneller als Haare waschen, meint sie. Und fasst sich dabei an ihr Genick. Die Zwerge stehen unschlüssig herum und dann meint General Ordo noch, ihr solltet vielleicht noch die Sache mit den Spruchkristallen erwähnen, Freund Habeck. In der Tat, seitdem wir hier auf eurer wundervollen Ebene sind, immer mehr Spruchkristalle umschwirren uns, die uns nichts anhaben wollen. Ich denke, weil wir nicht tot sind, aber alle, die wir ansprechen, verschwinden. Das ist in der Tat seltsam. Selbst ein Schnulus ist verschwunden vor unseren Augen. Oh, der Holifant. Der ist mir bekannt. Weg war er. Einfach weg. Nun, ihr betretet jetzt den Berg Klangeddins. Sie grinst dabei und starrt dich an, ohne zu zwinkern. Natürlich ist es so, dass auch Klangeddin Anhängern Beschwörungen und ähnliches gewährt. Aber wenn ihr bei mir seid, dann steht ihr unter einem besonderen Schutz. Du hörst Ordo neben dir. Na gut. Dann keine Eskorte mehr. Die Zwerge und ihr General ziehen sich zurück und sie führt euch alleine in diese große Halle rein. Es donnert hier an jeder Ecke. Ihr hört aber auch jede Menge Schmiedegeräusche, raue zwergische Befehle und ihr werdet über diese große, breite Treppe weiter nach unten geführt, bis ihr an einem Dampffahrstuhl ankommt, in einem großen Schacht mit Ketten so groß wie Oger, sozusagen, also jedes Kettenglied, rasselt ihr dann in die Tiefe des Berges herab, wie bei jeder Zwergenfestung ist unten mehr als oben. Es geht tiefer und tiefer. Ich verschränke die Arme in dem Aufzug, guck meine beiden Gefährten an und beeindruckt? Ich weiß noch nicht. Ich sage mal interessant. Ja, es ist interessant, aber ich bin doch lieber draußen. Ja, aber seht doch mal die Architektur, diese Bauweise, diese Schmiedekunst. Ja. Ich freue mich, dass ihr euch freut, Freund Hamek. Okay. Ja, wenn der Dampf zur Seite gefegt wird, dann gibt das immer wieder mal den Blick frei auf große Hallen, wo kleine und große Ambosse stehen,
Statuen, so groß wie halbe Berge, Brücken zwischen diesen Statuen. Es ist unüberblickbar, wie groß das hier ist und welche unschätzbare Zahl von Zwergenseelen hier arbeitet und kämpft. Die Ladri, hammerstark, sagt nicht viel. Die guckt euch an, ohne zu zwinkern. Und irgendwann holt sie mal so eine lange braune Stange raus, steckt die sich in den Mund und zündet die sich an. Und dann raucht sie eine Zigarre vor euch. Als der Fahrstuhl dann hält, meint sie, ich habe direkte Anweisungen erhalten, mich um euch zu kümmern. Klangedin ist natürlich ein Gott der Schlacht. Aber Klangedin kennt auch alle Mysterien der Zwerge und noch ein paar mehr. Wir sind jetzt hier im Priestern. Entschuldigung, was ist das? Das sind unsere heiligen Hallen. Der Wind bläst den Dampf zur Seite und ihr seht eine riesen Gebetshalle mit Tausenden von Zwergen, die da auf einem Knie niederknien, und zwar in so einer Schachbrettformation offensichtlich, um eine immense Statue. Also die Statue ist so hoch wie normalerweise Berge. Und diese Statue hält halt vor sich die beiden gekreuzten Äxte. Oh, das ist eine unserer kleineren Gebetshallen. Hier raffinieren wir die Glaubensenergie derjenigen, die eins werden wollen mit Klangedin. Sie deutet auf die ganzen knienden Zwerge. Ich knie mich einmal hin. Aber wo ist denn Klangedin? Genau, wollte auch gerade fragen. Überall. Das ist Klangedin. Wie, das ist... Nein, ich meine... Der Berg ist Klangedin. Jeder Zwerg hier ist ein Teil von Klangedin. Und dann guckt sie dir tief in die Augen, Arik, und meint, ich bin Klangedin. Ich gucke in ihre Augen. Sie blinzelt nicht. Und sie hat knallblaue Augen. Lächelt sie an und sagt, mhm. Weil ich bin jetzt nicht Klangedin, wenn ich in diesem Berg bin. Du wirst niemals Klangedin sein. Sie bleibt stehen und meint, ich hoffe nicht. Meldor, warte mal, ich guck mal, ob Klangedin in dir drin ist und starre in deine Augen. Nee, ich sehe nichts. Ich versuche auch nicht zu blinzeln, aber es gelingt mir, glaube ich, nicht. Sie führt euch auf so einem schmalen Pfad zwischen diese schachbrettförmig angeordneten betenden Zwerge, und jedes Schachbrettfeld sozusagen ist mit so um die 100 Zwergen angefüllt, und die Schachbrettfelder reichen von links nach rechts, soweit ihr auch gucken könnt. Es ist gigantisch hier drin. Und es herrscht nur so ein ganz dumpfes Gemurmel. Die Zwerge beten ganz leise vor sich hin. Ihr schreitet immer näher an diese riesige Statue, die am Ende irgendwie euer ganzes Sichtfeld ausfüllt. Und dann stellt ihr fest, dass am Fuße dieser Statue ein großes Fass steht. Also wirklich groß. Das Fass ist so groß wie eine Scheune. Und vor diesem Fass ist ein riesenlanger Tisch mit Humpen. Oh. Mhm. Ein Zwerg füllt aus diesem Fass offensichtlich irgendwas ab, und Habeck, du riechst es schon, das muss Exportbier sein. Oh, ich habe irgendwie so einen trockenen Hals gerade. Ich glaube, ich brauche was zu trinken. Wieso überrascht mich das nicht? Ja, da ist ein Zwerg, ganz kleiner eigentlich, vor diesem riesigen Fass und der immensen Statue dahinter, der immer wieder Bier abzapft aus diesem Fass und dann vor sich hin murmelt. Der nimmt euch nicht wahr, und die Ladri hammerstark führt euch auf ihn zu. Ihr kommt näher und ihr hört, wie er murmelt, gesegnet durch die doppelte Axt und so weiter, passt schon. Gesegnet durch die doppelte Axt. Jedes Mal, wenn er so ein Bier abzapft, und dann stellt er den Humpen auf einen großen Tisch, und das ist auf ein Tablett. Und dann kommt von jenseits des Fasses eine Zwergin mit blondem Haaren und einem leichten Ansatz von Flaum um Kinn, ganz erotisch, Habeck, holt dieses Tablett ab, sieht euch, macht einen kleinen Knicks, schnappt sich das Tablett, zwinkert hier nochmal zu, Habeck, und ist dann weg. Ich gucke hier nochmal eben ganz kurz auf den Hintern. Oh.
Ja, Ladri meint, das ist nichts für euch, sie ist tot. Der Zwerg zapft weiter sein Bier. Können wir so ein Bier haben? Nein, das ist Klangelin Heimstein Export. Und das hier ist Veit Dragurfar, der Meister der zwergischen Mysterien. Er zapft weiter dieses Bier und spricht jedes Mal, gesegnet mit der doppelten Axt. Was ist denn aber mit der zwergischen Gastfreundschaft und so? Sie blickt dich ernst an und meint, dieses Bier hat einen richtigen vorgesehenen Zweck. Ihr lasst eure Finger davon, Mensch. Meister Fragurfar, ruft sie energisch und schreckt hoch und verschüttet das Bier. Ihr hört aus den ganzen Reihen der Zwerge hinter euch. Die Gebete verstummen und die Hammerstark dreht sich in Richtung der Zwerge. Beten! Die senken alle ihren Kopf und murmeln wieder. Und Meister Fragurfar mit seinem fisseligen weißen Haaren und Bart kommt in eure Richtung. Was ruft ihr so laut? Ihr habt mich erschreckt. Was soll das? Die Segnung des heiligen Bieres, Meister Fragurfar, muss ein wenig warten. Wir haben ein dringliches Problem im Namen Klangelins. Er zuckt so zusammen. Oh, der, ja. Er blickt nach oben zu der Statue, in den Himmel sozusagen. Ich kümmere mich ja schon drum. Wringt seine Hände. Um was geht's genau? Ja, Meister des Fasses, ich stelle uns alle einmal vor. Ich würde gern versuchen, für Habeck einen Humpen voll von diesem Bier zu stehlen. Ja, während gerade alle reden. Es gucken nur ungefähr 1,5 Millionen Zwerge zu. Obwohl, die gucken nach unten beim Beten. Kann ich das sehen, dass er das versucht? Weil dann würde ich ihm so ganz kurz diesen... Entschuldigung, das hängt davon ab, was er jetzt wirft. Also genau genommen guckt eigentlich gerade eben niemand so richtig auf das Bier. Bis vielleicht auf diese Zwerge, diese Ladri. Also du stehst direkt neben dem Bier. Ich würfel dann noch Fingerfertigkeit, richtig? Na klar. Oh, das sieht gut aus. Hast du 13 geschlagen? Eine 23. Ich sehe es nicht. Ich kann ihm also nicht kurzfristig auf die Finger hauen. Schade. Du stellst fest, dass die Humpen teilweise unterschiedliche Größe haben. Du nimmst eine nicht ganz so großes. Ich weiß nicht, ob du einen Umhang oder so hast, wo du den drunter nehmen kannst. Du hast diesen Humpen mit Bier. Ja, super. Als du wieder nach vorne guckst, siehst du, wie die Ladri dich anstarrt. Langsam den Kopf schüttelt und dann wieder den Ausführungen von Meister Fragurfar folgt. Das ist jetzt heiliges Bier. Meister Fragurfar, unsere Aufgabe hier, wir sind geschickt worden auf eure wunderschöne Ebene nach Arcadia, um was? Unerschrocken. Er guckt Ladri an. Was hat er? Sie greift hinter ihn und auf seinem Rücken hat er ein Hörrohr, das sie ihm reicht. Sie nimmt das ab und drückt ihm das in die Hand und... Nochmal! Er hält sich das Hörrohr, das riesige, reich verzierte, ans Ohr. Nochmal! Meister Fragurfar, wir sind nach Arcadia! Laut. Meister Fragurfar, wir sind geschickt worden nach Arcadia. Könnt ihr mich verstehen? Ja, so gut, redet weiter. Eure Stimme klingt wie Bier in meinen Ohren. Wenn ich eins hätte, das wäre toll. Aber nun ja, Meister Fragurfar, wir sind nach Arcadia geschickt worden, um unerschrocken. Ja! Und das Handbuch des gesunden Menschenverstandes zur Bastion des Rechts zu bringen. Und wir brauchen Hilfe, sie zu finden. Welches Handbuch? Das Handbuch des gesunden Menschenverstandes. Nicht von gehört. Ich hab's nicht geschrieben. Ladri meint, es ist von einem befreundeten Gott. Okay, dann muss ich's nicht kennen. Erzählt weiter. Ist interessant. Das Problem, das dabei entsteht, ist, dass ständig mit allen Leuten, die wir sprechen, die werden beschworen. Diese Kristalle kommen und es macht Puff und sie sind weg. Wie? Kristalle?
Hier? Hier noch keiner. Außerhalb des Berges. Ein glühender Kristall erscheint am anderen Ende der Halle, gerade als du das so erwähnst. Oh nein. Und leuchtet in hellstem Rot und kommt über die 1,5 Millionen Zwerge hinweggefegt. Ich stelle mich sofort vor dem Fieger vor, Fargo 4, whatever. Ladri Hanamastark guckt zu dir rüber und meint, lass das geschehen. Der kommt in höchster Geschwindigkeit angefegt und fegt um euch herum, wie immer, ne? Erst zu Meldor, dann zu Harek, dann zu Arik, dann saust er auf Meister Fragofar zu und zerplatzt an ihm. Und er wird starr und glotzt nach links oben an euch vorbei und an Leutnant Hammerstark vorbei und sie hebt langsam ihre Hand. Das haben wir gleich. Kleinen Augenblick. Seine Augen werden richtig glasig und ja, ja, wenn du die Flammensäule in der Ecke platzierst, wird nicht nur der Golem verbrennen, sondern auch die heilige Schriftrolle. Unklar. Nein. Unklar. Nur die Schriftrolle. Verbrenne die Trolle, nicht die Rolle. Dann schüttelt er seinen Kopf und guckt euch wieder an. Oh. Ladri hebt eine Hand. Wann wurdet ihr das letzte Mal befragt, Meister Fragofar? Man überlegt einen Augenblick. Ich weiß nicht recht. Die Zeit vergeht schnell hier unten. Er guckt euch an. Wo war ich stehen geblieben? Unerschrocken. Handbuch des gesunden Menschenverstandes. Bastion des Rechts. Ein Kristall erscheint aus dem Boden heraus und fegt um euch herum und der Zwergenmeister Fragurfar guckt ungläubig auf den Kristall, der mitten in seinem Gesicht zerplatzt. Er wird wieder starr und schaut nach links oben. Unklar! Ich weiß nicht, ob das Kind eurer Frau von euch ist. Nein, es ist nicht von eurem Bruder. Ja. Und reißt sich wieder los und guckt in eure Richtung. Die Ladri hebt wieder ihre Hand und guckt euch starr an. Wir haben ja ein Problem und ich glaube, das seid ihr. Glaube ich auch. Ich schaue mal nach links oben, ob ich da auch irgendwas sehe. Er schaut ja nochmal rüber. Du siehst da gar nichts. Er guckt ins Leere. Redet ins Leere und guckt ins Leere. Ich glaube, er wird von irgendwelchen Handfuchtlern kurzfristig beschworen, erklärt ihnen irgendetwas und ist dann wieder zurück. Ladri meint, das ist ein primärer Zauber, den wir da gerade sehen. Einer unserer Priester auf den Ebenen dort draußen in den Welten sucht um den Rat von Klangerdin. Und die Fragen sind zu profan, als dass Klangerdin oder seine Engel es selbst beantworten. Und deswegen delegiert er das zu Meister Fragurfar. Aber normalerweise passiert das alle 5 Jahre. Sie schüttelt den Kopf. Seht ihr, und da ist unser Problem. Fragurfar guckt euch an. Ihr meint, das geht jetzt weiter? Ja. Das müssen wir abstellen. Darum sind wir hier. Ich will wieder Bier segnen. Nicht die ganze Zeit. Fragen beantworten. Ladri meint, ich denke, dass Klangerdin die meisten der Beschwörungen abwenden kann. Vielleicht opfert er andere dort draußen von den tapferen Anhängern, um uns in Ruhe zu lassen. Aber es gibt ein paar Beschwörungen oder Befragungen in unserem Fall, die ihm wichtig sind. Oder die von Leuten gestellt werden, die ihm wichtig sind. Aber das scheint sich jetzt alles auf uns zu konzentrieren. Leutnant Hammerstark, eine Frage. Wenn hier in dieser Ebene möglich ist, alles und jeden zu beschwören, ist es dann möglich, Klangerdin selbst zu beschwören? Nein, sie lacht so leise. Das ist ausgeschlossen. Ah. Sie überlegt einen Augenblick. Es gibt natürlich auch Beschwörungen, die so wichtig sind, dass sie einen wichtigen Vertrauten Klangerdins, sie fasst sich dabei wieder in ihren Nacken, treffen können. Ich denke, wir sollten uns beeilen. Sie tritt so von einem Bein aufs andere und zum ersten Mal kommt sie euch so ein bisschen unsicher vor.
Veit Fragor-Fahr kommt näher und hält wieder seinen Hörer an euch an. Seit wann seid ihr in diesem komischen Zustand? Wir? Ja, seit 2 Tagen. Gut, lasst bitte eure Hose herunter, meint er zu dir. Wie bitte? Habt ihr gesagt Rose oder Hose? Hose, die Hose, da, mit dem Gürtel, macht ihn locker und dann müsst ihr euren haarigen Hintern in meine Richtung halten. Er greift in seine Tasche und holt einen länglichen Gegenstand heraus, der aus Glas ist. Ich werde eure Gesinnungstemperatur rektal abnehmen. Ich drehe mich um, guck meine Gefährten an, guck Ladri vor allen Dingen sehr eindringlich an. Ladri packt ihre Hände ins Gesicht und meint, Meister, Fragor-Fahr, würde es nicht reichen, wenn ihr mir den in den Mund steckt? Ach ja, ist nicht so genau. Immer genau sein. Ja, ich bitte alle anderen, sich umzudrehen. Das Schöne ist, ich höre richtig den Hall in der Halle. Ja, 1,5 Millionen Zwerge drehen sich um. Rums. Super. Und ich achte wirklich drauf, wenn alle sich umgedreht, löse ich meinen Gürtel, lasse die Hose über meine Knie rutschen, guck nochmal und dann drehe ich mich auch und beug mich nach vorne. Oh mein Gott. Ja, er nimmt die Temperatur. Augenblick, Augenblick. Noch nicht gleich, jetzt stillhalten. Hat jemand ein bisschen Papier? Ja. Ja, danke. Ah. Er klopft dir auf die Schulter und meint, macht euch keine Sorgen, Junge. Nach eurem Tod kommt ihr hierher zu mir. Ihr könnt euch jederzeit erschlagen lassen. Es erwartet ein schönes Leben auf euch hier. Oh, welche Ehre. Ja. Freu dich. Das tue ich. Die Ladri meint, und was ist jetzt mit ihm? Warum zieht er die Kristalle an, Meister Fragor-Fahr? Echt verflucht. Oh, das sind ja tolle Neuigkeiten. Verflucht? Was ist mit den anderen? Das sind keine Zwerge. Ah. Vielleicht sollten wir die Messung dort auch machen. Ja, gerne. Alle umdrehen. Hose runter. Halte mich da lieber zurück. Nicht zu ungut. Du weigerst dich. Du möchtest nicht gemessen werden, ja? Ich möchte nicht gemessen werden von einem Zwerg. Oh, ich schon. Mess mich mal. Ja, nachdem er dich gemessen hat, Arik, meine, du kommst nicht hierher. Er guckt das Thermometer nochmal an. Nee, geh woanders hin. Er überlegt einen Augenblick hin und her und dann hat er eine Blendlaterne, die er hell aufdreht und jedem von euch schmerzhaft ins Auge leuchtet. Und bei dir, Habeck, ruft er auf. Oh, was ist das? Du hörst von innen, oh, es ist hell, oh, es blendet. Meister Fragor-Fahr, das ist unerschrocken. Er fährt zurück. Was ist unerschrocken? Unerschrocken ist in mir drin. Das ist ein Teil der äußeren Ebenen. Ladri meint, das heißt, ihr habt eine Inkarnation in euch. In der Tat, wenn man es so nennt, dann habe ich eine Inkarnation in mir. Der Meister Fragor-Fahr meint, das müssten wir mit einer Harnschau bestätigen. Die Ladri hammerstark winkt ab. Nein, wir machen jetzt keine Harnschau. Wir haben schon die Temperatur abgenommen. Reicht jetzt. Harnschau ist nicht unbedingt notwendig. Ich will es nur genau haben eigentlich. Also sowas gehört nicht in einen Zwerg. Du hast unerschrocken. Nicht? Ich fühle mich eigentlich gut hier drin. Danke, unerschrocken. Ich kann es entfernen. Nein. Ihr seid verflucht worden? Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, aber eine Harnschau? Er blickt rüber zu Ladri, die ernst den Kopf schüttelt. Eine Harnschau würde es genauer beweisen. Ich denke, ihr habt verfluchtes Bier getrunken. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr Bier getrunken habt? Ja, aber das hat bestimmt nichts mit unerschrocken zu tun. Hat's komisch geschmeckt? Ich hab Menschenbier getrunken. Was verlangt ihr? Ja klar, das hat komisch geschmeckt. Nein, 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 das muss Zwergenbier gewesen sein. Haben wir nicht Bier getrunken, um in das Portal zu gehen?
Habeck? Du kriegst Inspiration. Ja, stimmt. Ja, okay, wir haben einmal Zwergenbier getrunken, um durchs Portal zu gehen, aber... Das war verflucht. Das ist die Wirkung in euch. Es zieht die Beschwörungen an. Da hat sich ein Scherzbold einen Scherz mit euch erlaubt. Er überlegt einen Augenblick. Es wird nach einer Weile wieder abklingen, aber das kann sich ziehen. Aber können wir denn jetzt heiliges Bier trinken? Gesegnetes Bier? Ein Fluch kann man immer mit einem Segen ausgleichen. Das ist so. Ich würde nur eure Verdauung anregen. Also ich musste jetzt schon einmal das Zwergenbier trinken. Ich trinke sicherlich nicht noch einmal. Ich würde nicht nützen. Ich habe einen Gegenvorschlag. Ich kenne mich mit sowas wirklich aus. Er deutet ja auf sein zwergisches Bier. Wenn wir es schnell aus euch rauskriegen wollen, dann würde ich empfehlen, ihr geht in die heilige Zwergensauna. Dann könntet ihr den Fluch ausschwitzen. Auch gut. Allerdings würde es euch auch eure Inkarnation ausschwitzen. Und du hörst in deinem Kopf... Meine Zwergen ausgeschwitzt werden? Ich bin unerschrocken. Wenn es sein muss, dann soll ich ausgeschwitzt werden. Ich höre in mich rein und frage unerschrocken, willst du das? Ist das gut für dich oder eher schlecht? Ich will mich mit St. Kuthbert vereinigen. Ich will zurück zu St. Kuthbert, in die Bastion des Rechts, wo ich entstanden bin. Aber wenn es Arkadia nützt, dann soll ich hier ausgeschwitzt werden. Nur wenn du dich wohlfühlst, mein liebes Unerschrocken. Im nächsten Augenblick erscheint ein blau leuchtender Spruchkristall weit über euch und Ladri schaut nach oben und meint, oh, das sieht nach einem planaren Verbündeten aus. Und das Ding fegt auf euch runter und trifft Ladri mitten im Gesicht. Sie beginnt blau zu leuchten, zuckt mit den Schultern und verschwindet. Das ist schlecht. Der Meister Fragorfer meint, ja, das war jetzt eine wichtige Mission für sie, die sie getroffen hat. Gehen wir in die Sauna? Also ich wäre für die Sauna. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Glaubst du, dass es gut oder schlecht ist, unerschrocken? Ich werde dann mit Arkadia eins sein, aber nicht mit St. Kuthbert. Du musst mit St. Kuthbert eins sein. Das ist meine Aufgabe und die werde ich erfüllen. Du spürst tiefe Erleichterung da drin, auch wenn sie eigentlich unerschrocken ist. Also ich gucke den Fragefahr an. Ich sage, schickt meine Gefährten in die Sauna. Ich nicht. Er zuckt mit den Schultern. Wie ihr wollt, dann gehen wir in die Sauna. Er bedeutet euch mitzukommen und führt euch einen langen Weg entlang an den 1,5 Millionen betenden Zwergen durch einen hohen domartigen Ausgang und eine dunkle Treppe führt weiter nach unten. Und es wundert euch nicht, wenn ich euch erzähle, dass es ein wenig wärmer wird nach unten hin und stickiger. Und die Gänge werden enger und es werden weniger Zwerge. Dafür wird es aber dampfiger. Nur hier lang, folgt mir nur. Dabei hat er sein Sprachrohr immer draußen, um zu hören, was ihr antwortet. Ihr kommt an einem langen Gang vorbei, in dem es sehr, sehr heiß ist. Und rechts von euch steht eine mächtige Zwergenrüstung vor einer großen Holztür, aus der Dampf kommt. Er blickt da drauf und meint, oh, besetzt, und geht vorbei. Und wieder geht ihr in so einer Rüstung vorbei. Also ihr denkt, es ist ein Zwerg, aber dann riskiert Melnor einen Blick in den Helm und du siehst, dass der Helm hohl ist. Das muss ein Automaton sein, was da steht. Oh. Er blickt auf die Tür. Ah, bis jetzt! Und ihr geht wieder weiter. Er bleibt vor einer Tür stehen. Die ist frei.
Habt ihr was gegen Fichtennadeln? Ich mag alles, was mit Wald zu tun hat. Er hebt seine Hand und will der Animated Armor einen Befehl geben. Aber in diesem Augenblick erkennt ihr am anderen Ende des Ganges einen blauen Kristall, der fegt auf euch zu und trifft Heidfragurfar ins Gesicht. Ja, ich hab kein Schei! Und dann glüht er blau auf und löst sich in nichts auf. Kann man da reinschauen in diese Schwitzkammer? Hat kein Sichtfenster drin? Kein Sichtfenster. Als du an die Tür rantrittst, hebt die Rüstung ihre Axt und verwehrt dir den Zutritt. Das ist jetzt schlecht. Ich gebe ihm in Zwergisch den Befehl, zur Seite zu treten. Es nimmt die Axt in beide Hände und hebt sie zum Schlag. Ich glaube, das war nicht so gut. Dieser Animated Armor scheint entschlossen zu sein, euch da nicht reinzulassen. Die bewacht den Eingang zur Sauna. Das ist eine Zwergenrüstung, ne? Die ist ungefähr halt so groß wie Harek. Meldo und Arik schauen auf die herunter, aber die ist natürlich unglaublich breit und hat eine echt fiese Battle-Axe. Das muss man nicht immer so lassen. So, Habeck, was schlägst du vor? Ich gucke euch an und sag in der Gemeinsprache, lassen wir uns was gefallen? Er will uns nicht reinlassen. Und es ist wichtig. Ja, aber es ist der Zugang zu einer Sauna. Wir können auch erstmal schauen, ob noch andere Saunen frei sind. Aber da stehen auch Rüstungen vor, oder? Bisher stand vor jedem Sauna-Eingang eine Rüstung. Jo, und das andere ist ja auch, wir wissen auch jetzt, was passiert. Es scheint irgendwie lästig zu sein und es ist irgendwie so ein komisches Mysterium. Aber die tauchen doch auch alle wieder auf irgendwann mal, oder? Ja, wir töten ja niemanden, das stimmt. Ja, eben, genau. Die finden es halt irgendwie blöd, aber eigentlich ist es ja deren Problem. Wenn jetzt Arik und ich in die Sauna gehen und wir spitzen den ganzen Kram aus, ist es dann so, dass der Fluch weniger wird, weil nur noch Habeck quasi verflucht ist? Haben wir dann weniger Kristalle um uns rum oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir vermuten es. Also, ja, gut. Also ich möchte unerschrocken nicht dem aussetzen, was es nach der Sauna erleben würde. Aber Habeck, ganz ehrlich, möchte jetzt nicht unbedingt mit einer zwergischen Rüstung kämpfen, nur um in eine Sauna zu gehen, um dann durch Vermutung zu sagen, hey, es ist dann weniger. Da bin ich bei dir. Ja. Genau. Lass uns noch mal einmal weiter runtergehen. Vielleicht finden wir noch eine Sauna, die frei ist. Ihr geht den Gang weiter runter. Und ihr geht eine ganze Weile, ihr kommt an mehreren Eingängen vorbei, vor denen einsam diese zwergischen Rüstungen stehen, die mit leeren Augen euch anstarren sozusagen. Und irgendwann kommt euch eine Gruppe von drei Zwergen entgegen. Die sind nackt, haben aber weiße Handtücher um ihre Hüften geschlungen und bleiben erstmal stehen, als ihr Nicht-Zwerge sehen. Ich sag dann direkt Glangedin zum Gruße, werte Zwerge. Wir wollen auch in die Sauna. Was müssen wir den Rüstungen sagen? Ich spreche die in der Sprache an, die sie auch wirklich verstehen werden, in Dwarvish, und grüße sie als Brüder. Es ist kompliziert. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen eine Sauna finden, wo wir diese beiden, ich gucke die beiden an, lächle ein wenig, den Mensch und den Elfen reinschicken können. Aber niemand lässt uns in eine Sauna. Der erste Zwerg fasst sich an seinen Bart und meint, allein des Grundes, den Zugang zur Sauna sollte euch Meister Fragur verweisen. Er ist der Meister der Saunierung und des Bieres. Wir waren auch mit Meister Fragur unterwegs, aber er ist leider beschworen worden. Oh, sie gucken sich an. Ei. Abgerufen. Und warum wollt ihr in eine Zwergensauna? Er guckt den Elfen an. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das sein Traumziel ist. Das auch aber, nicht werter Zwerg, wir haben eine Aufgabe und niemand Geringeres als Leutnant Ladri Hammerstark hat uns hier hingeschickt.
Der eine wedelt sich so Luft zu und dann stecken sie ihre Köpfe zusammen, die drei Zwerge, und du machst einen Überzeugenwurf, aber du machst ihn mit Vorteil. Oh Gott, eine 11. Mit Vorteil, ja? Mit Vorteil, die andere war eine 1. Der Zwerg vorne schüttelt den Kopf. Ohne Meister Fragofahr können wir euch da nicht reinlassen. Das geht nicht. Die spirituellen Konsequenzen können wir nicht abwägen. Wir führen euch jetzt heraus aus dem Wellnessbereich. Kommt mit. Und das wollt ihr wirklich riskieren, dass wir wegen solchen Nichtigkeiten eine wirklich wahnsinnig wichtige Sache nicht durchführen können? Sie marschieren schon in eine Richtung davon. Folgt ihr uns jetzt zum Ausgang? Nö, wir haben den Auftrag, in die Sauna zu gehen. Die verschwinden in den Dampfschwaden. Lassen euch da stehen. Lasst uns weiter runtergehen, hier gibt's noch mehr Saunen. Da bin ich mir sicher. Ja, Meldor, ne? Das alles nur für eine Sauna. Ihr geht den Gang runter und ihr kommt an mehreren der Zwergenrüstungen vorbei, die euch alle finster anstarren. Und dann hört ihr vom Ende des Ganges laute Befehle. Und dann hört ihr das Krachen von schweren Metallschuhen. Oh. Und vor euch aus dem Nebel heraus kommt Lieutenant General des 37. Bataillons der blutigen Axt von Klangerdin, Ordo Bartschnippel. Oh. Und hinter ihm sind seine jetzt noch 45 mutigen axttragenden Zwerge, die euch bis zum Eingang begleitet haben. Er schreit euch laut an. Was macht ihr hier unten ohne Begleitung? Wir hatten eine Begleitung, aber die hat sich leider verflüchtigt. Aufgelöst. Ordo nickt. Ihr seid eine Gefahr für Berg Klangerdin. Ich habe den obersten Befehl, den aller obersten, und er blickt dabei ganz steil nach oben, euch nach draußen zu führen. Dürfen wir vorher noch in die Sauna? Nein, ohne die spirituelle Leitung von Meister Freifagor Fahr ist das ausgeschlossen. Folgt mir bitte, bevor es zu mir nicht rechten Gewalthandlungen kommt. Das ist also die zwergische Gastfreundschaft. Genau, so sieht's ja aus. Sie nehmen euch in ihre Mitte und buxieren euch den Weg zurück. Ich gucke meine beiden Gefährten einmal von unten bis oben langsam an, nicke ihnen zu und wir gehen ihnen hinterher. Du hast in dir die Stimme von Unerschrocken. Ihr seid wirklich unerschrocken. Dafür, dass ihr euch nie wascht, gewinne ich euch langsam lieb. Langsam, liebe Unerschrocken, langsam? Ihr überwerft euch mit eurem Gott nur für mich. Also ihre Stimme hat ein warmes Timbre dabei. Meine Aufgabe ist mein Ziel. Ihr findet euch wieder vor dem Berg Klangerdin. Man eskortiert euch jenseits des Schlachtfeldes. Durch die Banketthalle mit dem Bier? Ja, ihr habt immer noch das Bier dabei. Aber das weiß ich ja nicht. Das stimmt, bei deinem Perception-Wert weißt du es nicht. Durch die große Gebetshalle hindurch, über Dampfschrahrstühle, bis ihr wieder draußen seid, durch die Tore heraus, über das Manövergebiet, bis ihr schließlich wieder auf dieser Straße steht. Ja, aber dann zeigt uns wenigstens den Weg zur, wie heißt das Ding? Halle der Gerechtigkeit? Nee. Bastion des Rechts. Ah, Bastion des Rechts. Ich frage Habeck, ob er dem Kommandanten sprechen könnte, ob er uns vielleicht ein offizielles Schreiben aushändigen kann, was wir dem Harmonium vorweisen können, dass wir im Auftrag von so und so unterwegs sind. Das ist eine sehr gute Idee, das frage ich ihn. Und ob er vielleicht den Straßenschlüssel hat. Ordo meint, ich stelle euch gar nichts raus. Aber er überlegt einen Augenblick, es ist sicherlich von großem Vorteil, wenn ihr so schnell wie möglich Arcadia wieder verlasst mit dem Unglück, was ihr über uns bringt hier. Ihr wollt also zu St. Cuthbert, ja? Ja. Mhm. Der Straßenschlüssel dafür ist ein Streitkolben. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, hä?
Sonst immer in der Hosentasche, nee. Aber gerade nicht. Ich habe meinen, glaube ich, auch verlegt. Ich kram in meinem Bart rum. Er brüllt mehrere raue Befehle auf Zwergisch zu seinen Truppen. Einer läuft los und er tritt ein paar Mal vor einem Bein aufs andere, blickt zum Berg rüber und dann kommt er zurück und überreicht Ordo Bartschnippel einen schweren, einhändigen Streitkolben. Der Schlagkopf ist ein Zwerg mit einem bärtigen Gesicht. Er zögert einen Augenblick und dann drückt er Habeck diesen Streitkolben in die Hand. Okay. Damit auf die Straße schlagen und St. Cuthbert ausrufen. Ich danke euch. Und dann? Dann müsst ihr einfach nur gehen. Das wird euren Weg immens verkürzen. So sind die Regeln der Straßen von Arcadia. Wenn wir wieder zu euch wollen, müssen wir denn mit einer Axt auf die Straße hauen? Er lächelt breit und meint, ich bin doch nicht so hohlrübig und gebe euch das Wort, um uns hier aufzusuchen. Wir sind froh, dass wir vor Narren wie euch hier geschützt sind. Er blickt Habeck an. Wir sehen uns früher oder später, Habeck Holderheck. Ich hoffe es inständig. Später, aber ich hoffe es. Ja, ich brauche irgendjemand, der meine Stiefel putzt, herrscht er dich an und dreht sich um. Ja, Habeck, viel Spaß in deinem Unleben. Ja. Wir werden sehen. Ich werde mich ins Paradies kämpfen. Ihr seid so unerschrocken, Habeck. Ihr steht ja immer noch so ein bisschen in der Sternennacht von Arcadia, aber ihr seht plötzlich von rechts eine helle Wand auf euch zukommen. Und dann wird es mit einem Schlag Tag. Der Himmel ist voll Wolkenbänder, die sich schnell bewegen voreinander, denn es ist so eine Art Herbst. Und die Stormlords von Arcadia sorgen gemeinsam hier für Wetter. Es regnet heftig, aber natürlich nicht auf der Straße, sondern nur auf den Feldern neben euch, zum Beispiel auf dem Manöverfeld, das sich jetzt in so eine große Matschlandschaft auflöst, in der die Zwerge hart manövrieren müssen. Ihr steht trocken, weil es auf den Straßen, wie gesagt, nicht regnet. Und da steht ihr. Arik, meintest doch, du hast eine trockene Kehle. Sieh, was ich habe und hole das Wusch Bier aus meinem Umhang. Oh, wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Sag mal so, ich habe meine Quellen. Könnten wir teilen. Solange ich es nicht trinken muss, bitte, teilt es euch. Ja, dann trinke ich einen großen Schluck, aber definitiv nicht mehr als die Hälfte. Und gebe dann Habeck den Krug. Ich trinke den Rest, egal wie viel es ist. Ihr fühlt euch leicht beschwipst und ihr fühlt euch besser jetzt. Auf euch liegt jetzt ein Bless-Spell erstmal, also ein Segensspruch. Ich sag mal, der wirkt so lange wie so ein guter Schwips. Also eine halbe Stunde. Na, hat sich da gelohnt. Ich schau mir mal noch den Streitkolben an. Ein schönes Stück. Schau meine beiden Gefährten an, Meldor und Arik. Na dann, auf. Na los. Soll ich? Ja, bitte. Ja, hau drauf. Und schlag diesen Streitkolben auf den Boden. Es gibt einen Donnerschlag und Sandgutbert. Die Straße scheint sich zu verkürzen und du siehst in der Ferne eine große, hochaufragende Burg. Ich höre in mich hinein und frage unerschrocken, deine Heimat? Zu Hause! Die Bastion des Rechts! Die Basilika von St. Cuthbert! Dann auf, Gefährten! Jedes Mal, wenn ihr einen Fuß setzt, spult die Landschaft neben euch geradezu weg. Und jedes Mal ruckt dabei die Basilika St. Cuthberts auf und wird größer. Mit jedem Schritt.
Ihr glaubt, innerhalb von wenigen Minuten, also bestens eine Viertelstunde, seid ihr da. Meldor, in Richtung des Globus der Tag und der Nacht siehst du eine große Form über den Himmel ziehen mit langen, ausgebreiteten Schwingen und du zuckst zusammen. Das ist ganz klar, was du da siehst aus dem Augenwinkel. Du blickst in die Richtung und du erkennst einen wirklich großen Drachen am Firmament, der so ein bisschen in eure Richtung zieht und hinter einer Hügelkette, die natürlich schön gerade sozusagen ein Hügel neben dem anderen mit dem gleichen Abstand verschwindet. Du hast sogar das Gefühl, als hörst du so einen Donnerschlag. Marek Habeck, ich glaube, ich habe gerade einen Drachen gesehen. Ich horche in mich hinein und frage unerschrocken, Drachen, was bedeuten die hier? Es kann nur ein Drache des Guten gewesen sein. Macht euch keine Sorgen. Nur die edelsten Drachen, die friedfertigsten Drachen und die rechtschaffensten Drachen wagen sich nach Arcadia oder nennen es ihre Heimat. Das gebe ich meinen Gefährten direkt weiter. Keine Sorge. Sind friedfertige und gute Drachen. Ich hoffe, nicht so schnell zu verärgern wie die Zwerge. Solltet ihr kein Bier klauen. Ihr beginnt wieder in Richtung der Basilika St. Cuthberts zu gehen. Aber als ihr zwei Schritte gemacht habt, wupp, wupp, steht vor euch mitten auf der Straße eine Frau mit ziemlich breiten Schultern. Also die sieht kräftig aus. Alles in einer bronzefarbenen Rüstung. Und sie trägt keinen Helm, obwohl sie voll gerüstet ist. Dafür hat sie so einen rot-goldenen Pagenschnitt. Mit einem hellen Gesicht, auf dem ein leicht bronzener Schimmer liegt. Sie verbeugt sich vor euch und spricht euch an mit den Worten: Mein Name ist Lady Baragari. Sie saugt die Luft ein. Ich bin Botschafterin für einen Drachen, dem großes Unrecht angetan wurde. Sein Ei wurde von bösartigen Ameisenmenschen gestohlen. Sie starrt euch an. Dieser Drache sucht Unterhändler. Seid ihr bereit? Ein infames Verbrechen. Wie kann denn hier jetzt auf dieser rechtschaffenen Ebene so ein Unrecht geschehen? Sie greift in ihre Rüstung, da ist so eine Tasche dran, und holt eine Perle heraus, die bronzenfarben glitzert und von größter Schönheit ist. Bestimmt weit über 100 Goldstücke wert. Und sie ruft: Diese bronzene Perle ist vom Grunde des Flusses Okeanos. Sie soll euer sein, wenn ihr diesem Drachen sein Ei wieder beschafft. Sie tritt ungeduldig von einem Bein aufs andere und fährt sich durch ihre rot-goldenen Haare. Was sagt ihr? Ich höre in mich hinein und frag unerschrocken: Habt ihr noch Zeit? Wir sollten der Aufgabe unerschrocken entgegentreten. Sie überlegt den Augenblick und meint: Es kann nicht sein, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Niemand würde hier ein Drachenei stehlen. Ich meine, ohne Grund. Ich schaue meine Kameraden an, schaue zur Perle, schaue die Kameraden an. Was gibt's da noch zu überlegen? Jo. Ein Nachkömmling eines Drachen. Also sozusagen das Kind wurde geklaut und wir kriegen so eine olle Perle. Egal, es kommt nicht auf die Perle an, es kommt auf die Quest an. Ist den Quest, es geht nur um die Belohnung. Ja. Yeah. Du hörst in deinem Inneren: Habeck Holleck, dieses große Unrecht, dieser schlimme Irrtum, den müssen wir beheben. Unerschrocken, ich bin sowas von bei dir. Und ich sag zu Meldor und Arik: Das Unrecht müssen wir beheben. Wer sind wir denn, wenn wir das nicht machen würden?
Ich bin denn immer noch Arik, aber jo. Lady Baragari ruft laut und aggressiv aus. Wie ist eure Antwort? Wir helfen euch. Sie atmet aus. Gut. Ich halte die Hand auf. Genau. Allerdings möchte ich auch einen Vorschuss. Sie guckt euch an und ihre Augen glitzern metallisch dabei, als sie einen Schritt näher kommt. Und wenn sie sich bewegt, es gibt so ein Grollen jedes Mal, wenn sie ihren Fuß aufsetzt. Boom, boom. Als wäre sie wesentlich schwerer als das, was ihr da seht. Ja, Hälfte jetzt, Hälfte später. Euer Herr ist ein Drache. Drachen besitzen normalerweise einen relativ großen Hort. Wie wär's? Großzügigkeit? Meine Herren, ist der Hort sehr viel wert. Sie hängt an ihm. Sehr. Du hörst in dir, Habeck. Was hast du dort für Begleiter für diesen Weg ausgewählt, Habeck Holderheck? Ich kann auch nichts dafür. Ja, gut, dann machen wir es so. Wir dürfen uns einen Teil aussuchen aus dem Hort. Oh, das ist gut. Dann nicht dafür. Jeder. Lady Baragari tritt einen Schritt zurück und meint, dann scheint es mir, als muss ich dieses Problem selber lösen. Ah, na gut, okay. Wir sind ja noch in der Verhandlung. Ja. Ich drehe mich doch mal um zu allen beiden und sag, wirklich? Man kann es ja mal versuchen. Überleg mal, wie stolz Ori auf uns ist, wenn wir unseren Ort vergrößern. Wir werden so viel Heldentaten erzählen können, dass Ori mehr als stolz auf uns ist, lieber Meldor, lieber Arik. Geschichten kann man nicht essen. Ihr Schwätzer, stellt meine Geduld auf eine schwere Probe, meint Lady Barigari. Ja, wir sind schon dabei. Sie blickt Richtung der Hügel und meint... Ruhig, Lady Baragari. In ihrer Hand formt sich eine kleinere, bronzefarbene Perle. Dies sei eure Anzahlung. Sie wirft sie Habeck Holderheck zu. Fangen Sie auf und schmeißt sie wieder zurück. Die Perle, die ihr uns zuerst versprochen habt, reicht uns. Habeck, was tust du? Ihr seid so unerschrocken. Ich weiß, unerschrocken. Ich tue das Richtige. Habeck, du bist gerade sehr in meiner Gunst gesunken. Sie nickt dir zu, Habeck. Dann bist du der Wortführer hier. Wie ist dein Name? Ich bin Habeck Holderbeck, werte Lady. Habeck, die bösartigen, hinterlistigen Ameisenmenschen sind in die Schatzkammer und in die Brutkammer meiner Herren eingedrungen. Und haben dort in ihrer Abwesenheit das heilige Ei ihrer Nachkommenschaft entwendet. Sie haben es in ihre kleine, schwach befestigte, schnell zu zerstörende Siedlung gebracht, die hinter diesen Hügeln liegt. Sie heißt alle zusammen. Das ist auch der Wegschlüssel dorthin. Ich guck meinen Streitkolben an. Kann ich das nutzen als Wegschlüssel? Ihr müsst mit den Händen auf dem Boden sein, den Füßen und den Händen. Wie als ob ihr krabbelt, das ist der Schlüssel. Und dann das Wort alle zusammen aussprechen. Sie schluckt wieder. Beeilt euch, meine Herren, hat keinerlei Geduld mehr. Wenn die Dunkelheit über uns hereinbricht, dann wird sie sich nicht mehr halten können. Na gut, dann, ich gehe auf alle Viere. Los, alle zusammen. Bevor wir das machen, ich würde gern mehr über die Ameisenmenschen erfahren. Also, was kommt auf uns zu? Ich frag unerschrocken, kennt ihr etwas über die Ameisenmenschen? Sie sind eigentlich guten Herzens, auch wenn sie manchmal ein wenig einfältig oder fantasielos sind. Sie überlegt einen Augenblick und meint, die Formianer sind die pure Seelenenergie von... Arcadia, es könnte sein, dass ich als Formianer mich reforme, wenn ich jetzt, ihr wisst schon, außerhalb von der Basilika von St. Hubert aus eurem Körper herausgehen müsste. Okay.
Ein Spruchkristall erscheint, fegt auf euch zu. Um euch herum, der ist hell und orange, und fegt auf Lady Barigari zu und die nimmt ihre linke Hand und fegt ihn zur Seite. Jetzt nicht! Patz! Das war beeindruckend. Sie blickt wieder in Richtung von alle zusammen und in Richtung des Tag- und Nachtglobus und meint, die Zeit verrinnt für alle zusammen. Na gut, lass uns dorthin gehen. Ja, alle zusammen. Ihr tut, wie euch geheißen wurde, setzt die Hände auf den Boden, sprecht alle zusammen. Und die Hügel rucken näher an euch heran. Ihr müsst jetzt nicht auf den Füßen krabbeln, stellt ihr fest, wenn ihr jetzt geht, wo ihr den Schlüssel ausgelöst habt, nähert er euch dieser Stadt. Naja, Stadt ist so ein bisschen übertrieben. Das ist so eine kleine Siedlung, vielleicht 500 bis 1000 Einwohner groß und sieht eigentlich aus wie ein menschliches kleines Städtchen. Mit einer kleinen Stadtmauer. Und das Ganze ist auf so einem Hügel. Um diesen Hügel herum sind 6 kleinere Hügel und die sind unbebaut. Und in der Mitte ist halt diese Stadt. Mit einem ordentlichen kleinen Stadttor. Vor dieser Stadttor stehen Formianer. Aufrecht stehende, 1,80 Meter große Ameisenzentauren. Die haben so kunstvolle Gravuren auf ihren Chitinrüstungen und die meisten von denen sind mit so Speeren bewaffnet. Ja, noch einmal ein Schritt, dann steht ihr vor alle zusammen. Können wir uns überhaupt mit denen verständigen? Ich horch in mich rein und frage unerschrocken. Ich weiß nicht so viel über die Formianer, aber ich gehe davon aus, dass sie die große Sprache ebenfalls beherrschen. Sie sind kein dummes Volk. Common. Wir sprechen Common. Gut. Ihr steht vor dieser Gruppe Formianer. Die senken ihre Speere freundlich sozusagen, als sie euch sehen. Und einer von den Formianern kommt auf euch zu. Fremdlinge, ihr wollt sicherlich Handel treiben. Willkommen zusammen, in alle zusammen. Die Stadt von Königin Kelektra steht euch offen. Ich verbeuge mich und sag vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Die anderen verbeugen sich und begrüßen euch freundlich. Bringt frohe Kunde von außen und bringt euer Gold hierher. Wir wollen handeln. Ihr betretet die Stadt. Ihr seht zahlreiche Geschäfte, vor denen formianische Ameisenzentauren ihre Waren ausgebreitet haben. Das meiste von denen ist Handwerk. So Holzschnitzereien, sehr viele. Auch diverse Nahrungsmittel, die sie wohl anbauen. Sehr, sehr viele Pilze. Wenn wir in der Stadt sind, da waren ja Hügel drumherum. Führen da Wege hin? Hast du so direkt nicht gesehen. Ist alles ziemlich ordentlich hier. Alles sehr aufgeräumt. Euch kommt sogar eine Karawane mit Humanos entgegen. Die grüßen euch freundlich und passieren euch. Ich halte hier mal an. Hallo Zwerg! Er guckt dich an, du siehst nicht aus wie ein Petitionär, du lebst ja noch. Ich übrigens auch. Komme vom Planaren Handelskonsortium, unterwegs Richtung Sigil, das Zentrum vom Allen. Oh, da sind wir her. Und was hat euch hierhin verschlagen? Ich denke, der Handel. Ja, richtig, Burke. Hier gibt's das Geklimper mit den Ameisis hier. Da kann man hervorragende Geschäfte machen. Man muss ein wenig aufpassen. Sie verhandeln sehr hart, aber keiner von denen ist ein Kreuzhändler. Nein, nein, nein. Die sind sehr ehrlich. Das ist gut. Kennt ihr euch ein wenig aus hier in der Stadt alle zusammen?
Ja, ja, er nickt dir zu. Wir haben hier ein festes Handelshaus. Ah, wundervoll, wundervoll. Mein Name ist übrigens Meister Ulrich der Abrunder. Meister Ulrich der Abrunder? Oh mein Gott, ich habe schon von euch gehört. Wohl nicht etwa der Abrunder. Er guckt dich an, so, so, ihr habt schon von mir gehört. Aber gut ist es, ja, ja. Ich habe noch nicht von euch gehört. Wie war doch euer Name? Ich hatte ihn noch gar nicht genannt. Ich bin Habeck Holderheck. Ah, dann ist das der Grund. Er grinst dich an. Ich grinse zurück. Also, Herr Holderheck. In den Hügeln ist da noch was versteckt oder verborgen? Das ist hier die Stadt für den Handel hier oben. Die eigentliche Stadt der Formianer liegt unterhalb der Stadt. Die dürfen wir allerdings nicht betreten. Die ist für Handel und Humanos und Zwerge. Er blickt dich an und Elfen. Er blickt Meldor an, ist die verboten. Und es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie hineinzukommen. Ist schon schwierig. Die passen schon auf, ne? Wo liegen denn die Zugänge? Ihr wollt doch wohl nicht etwa die Gesetze von alle zusammen verletzen? Um Gottes Willen. Da wäre ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür, meint er. Wer wäre denn der richtige Ansprechpartner? Ich weiß nicht recht. Ich stecke ihm eine Goldmünze zu. Na? Ah, jetzt rasseln langsam die Räder von Mikados in meinem Kopf. Aber sie könnten noch ein wenig besser geschmiert werden. Gib ihm zwei weitere. Ah, es rasselt schneller. Ja, ich schmeiß ihm auch eine zu. Jetzt hab ich's fast. Dann gebe ich auch noch eine. Er kriegt von mir noch eine. Jetzt fällt's mir ein. Oh, Augenblick, es liegt mir auf der Zunge. Ich gehe mal mit meinem Daumen über die Schneide meiner Doppelaxt, guck ihn an. Er schnallt wieder seinem Pony zu. Komm, wir müssen weiterziehen. Ja, nun warte mal. Ich hab hier noch mal was. Ah, so ist recht. Er zählt das Gold in sein Beutelchen rein und meint, also, ich hab's euch ja nicht gesagt, aber wenn ihr unbedingt saniert werden wollt, im Zentrum der Stadt gibt es einen Turm. Da gibt es einen größeren Eingang nach unten für Truppenbewegungen. Den würde ich nicht nehmen. Ich meine, wenn ihr mich schon gut bezahlt, würde ich euch auch irgendwie wirklich weiterhelfen. Es gibt aber zahlreiche Warenausgänge in den äußeren Bereichen. Er beschreibt euch einen Weg in ein Viertel voller Lagerhäuser. Das ist hier vielleicht 10 Minuten entfernt. Aber auch da sind natürlich von den Ameisenzentaurinnen einige Prügler unterwegs, die euch schnell die Knochenkiste neu arrangieren können. Und mit Dieben oder sowas wird hier kurzer Prozess gemacht, wenn ihr wisst, was ich meine. Da landet man schneller am blattlosen Baum, als man Ordnung sagen kann. Also schön vorsichtig. Aber wir sind doch keine Diebe, wir sind doch alle Geschäftsleute. Ah, ich vergaß. Natürlich. Also, edler Fahrritter. Innerhalb der größten Lagerhäuser gibt es immer Lieferanteneingänge sozusagen, die nach unten in die Unterstadt führen. Sie werden alle bewacht. Ihr müsst nur in eines der Lagerhäuser kommen. Aber von da an wird es wahrscheinlich schwierig werden. Aber wir haben uns nie unterhalten. Er lehnt sich zurück, schnalzt und sein Ponykarren zieht weiter Richtung Stadttor. Also Richtung Lagerhäuser? Macht Sinn. Ja, mehrere der Formianer grüßen euch, als ihr an denen vorbeigeht. Freundlich. Oh, ihr bringt Gold. Seid willkommen. Was habt ihr zu verkaufen? Oder wollt ihr etwa kaufen? Habt ihr Gold und Geklimper und wollt Schnitzwerk kaufen? Meint eine formianische Ameise zu euch. Eigentlich wollten wir von eurem formidablen Pilzen kosten. Wir haben schon so viel davon gehört. Ah, wunderbar. Leider verkaufe ich keine Pilze, aber ich kenne einige, die sie verkaufen. Soll ich euch bekannt machen mit ihnen? Ich möchte mich erstmal umschauen, aber ich komme dann drauf zurück. Gibt es hier irgendwo noch eine Möglichkeit, Waffen und Rüstungen zu kaufen? Oh ja, die importieren wir vom Berg Klangedin. Hinter euch aus der Straße kommt ein blitzender Kristall, fährt die Straße herab, fegt um euch herum und trifft den Formianer. Was ist das? Puff, und er löst sich auf. Ich mach ganz erschrocken. Holla, was war das denn?
Ja, aber guck mal, so ist das Ganze auch ein bisschen einfacher, oder? Wir gehen rein, warten, verstecken uns irgendwo und dann, wenn die alle weg sind, holen wir uns das Ei. Ah, die Idee ist wirklich klasse. Wir lassen alle verschwinden. Ihr befindet euch auf dem Weg zu diesen Lagerhäusern, ja? Mhm. Lagerhäuser. Mhm. Ihr kommt da an. Das ist ein bisschen ruhiger, da sind nicht so viele Leute unterwegs. Hin und wieder werdet ihr angeflogen von einem Spruchkristall natürlich. Ne? Ihr müsst euch dann schon ein bisschen abseitig der Formianer halten, sonst werden die beschworen. Ne? Mhm. Wir würden gucken, dass wir uns mal irgendwie unauffällig in so ein Lagerhaus reindrücken können. Mhm. Dann macht mal einen Investigationswurf, bitte. Difficulty Class, so schwierig ist das nicht, sagen wir mal 13, um hier was zu entdecken, wo ihr in so ein Lagerhaus ohne Probleme rein könnt. Ich habe eine 10. 9. 6. Sie sind immer dummerweise immer gerade vorm Jana da, immer wenn ihr irgendwo rein wollt. Ja, wie wäre es, wenn wir die Formianer ablenken und dann sich einer dann so mal näher umsieht? Oh, wartet mal kurz. Ich setze mich kurz hin in den Schneidersitz und beschwöre einen kleinen Feuergeist. Durchscheinend, aber man kann die Gestalt eines kleinen Eichhörnchens erkennen. Das ist ein Freund von mir hier und ich setze ihn so auf meine Schulter. Du kannst mich doch wohin teleportieren. Das können wir hier mal ausprobieren. Wenn ich in das Lagerhaus reinschauen kann, ich muss nur ein bisschen reinschauen, dann könnte mein kleiner Freund hier auf der Schulter uns reinbringen in so ein Lagerhaus. Oh, das ist interessant. Wir können ein bisschen hinten rumgehen und gucken, ob man irgendwo so ein Löchlein irgendwie in der Wand findet. An einigen Stellen erkennst du große Fenster, die Lichter reinlassen, die sind verglast. Voller Pilze, das Lagerhaus. Na gut, dann, sobald keine Formianer da sind und wir mal eine Sekunde nicht gesehen werden, gucke ich rein in das Lagerhaus, deute dann halt dem kleinen Eichhörnchen, schwupp. Dann teleportiert euch dein Feuergeist da rein. Wo ihr gerade gestanden habt, gibt es eine Hitzeexplosion und ihr erscheint im Inneren des Lagerhauses. Wuff, hinter der Mauer. Zwischen den Pilzen. Die fackeln so ein bisschen, aber brennen jetzt nicht wirklich an. Und ihr habt da einigermaßen Deckung. Das ist relativ groß, das Haus. Und ihr hört die Formianer in ihrer eigenen klickenden Sprache reden. Durch die Pilze hindurch. Da unterhalten sich mehrere Formianer miteinander. Also ihr seid hier nicht allein drin, aber es hat wohl keiner mitbekommen, dass ihr rein teleportiert seid. Sehen wir denn irgendwo, dass es einen Abgang gibt? Wenn ihr euch so ein bisschen weiter wagt, vorsichtig durch die Pilze durch, dann seht ihr, dass in der Mitte offensichtlich so ein Freiraum ist. Also ihr dürft euch das nicht vorstellen wie ein Pilzwald, ne? Die liegen da aufgestapelt, okay. So. Kleine Pilze, große Pilze auf Haufen. Die sind ja schon gepflückt sozusagen. Es ist ja ein Lagerhaus. Sind die Pilze trocken? Könnte ich mir davon ein paar einpacken? Ja, das ist gar kein Problem. Du kannst hier sofort klauen. Das kommt gut an auf einer Ebene des Rechts. Mach das mal. Gut, dann packe ich mir davon ein paar ein. Hey komm, die haben Drachenei geklaut. Schlimmer kann es nicht werden. Ich nehme an, du möchtest das so machen, dass die anderen das nicht sehen, ne? Ja. Dann mach mal einen Sleight-of-Hand-Wurf mit Vorteil, weil hier sind echt viele Pilze. Okay. 15. Ja, okay. Kriegt wahrscheinlich keiner mit. Ja, ihr könnt euch weiter nach vorne bewegen durch die Pilzhaufen hindurch und ihr nähert euch dann vorsichtig der Mitte der Halle. Da ist so ein Gerüst aus Metall so hüfthoch aufgebaut, damit man da nicht reinfällt, denn in der Mitte ist ein Loch und da führt eine breite Wendeltreppe in die Tiefe. Und daneben stehen zwei Formianer, die sich auf ihre Speere stützen und vier weitere Formianer räumen da aus der Tiefe Pilzballen nach oben und
bilden einen Haufen und wenn der Haufen groß genug ist, dann tragen sie den in die Lagerhalle rein. Also die sind richtig ameisenfleißig beschäftigt und gönnen sich auch keine Pause. Ari, könntest du nicht deinem Feuereichhörnchen irgendwie was erzählen, dass der in der Ecke dieses Lagerhauses irgendwas veranstaltet, dass alle da hingehen? Ah, ein Spruchkristall erscheint und jagt auf euch zu, um euch herum. Die Formianerwachen sehen ihn natürlich, gucken zu euch und einer meint, oh, ein Spruchkristall. Dann fegt er auf ihn zu, trifft ihm ins Gesicht. Und beide Formianerwachen schimmern auf und verschwinden. Die Formianer-Arbeiter blicken dorthin. Die sprechen natürlich formianische Sprache. Klick, 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 klick. Die haben euch nicht so richtig wahrgenommen. Und der eine zuckt seine formianischen Schultern und der andere erzählt ihm irgendwas. Und dann legen sie alles hin, was sie haben und gehen zusammen die Treppe runter in die Tiefe. Es ist keiner mehr da. Oder so. Ich würde sagen, der Plan geht auf, den wir vorher hatten. Dann gehen wir doch hinterher. Ja. Dann gehen wir hinterher. Ja, ihr steigt ab diese Treppe in die Tiefe. Die Formianer scheinen kein Licht zu benötigen. Es ist ziemlich dunkel da unten. Ah, das Eichhörnchen leuchtet doch ein bisschen. Mhm, okay. Ich habe Dark Vision. Ich auch. Ihr seht, dass diese Treppe in die Tiefe führt und ihr könnt die weiter heruntergehen. Und ihr kommt wenig später auf so einen kleinen Absatz. Da führen drei Gänge in die verschiedensten Richtungen und diese Gänge sind mit seltsamen Schriftzeichen versehen. Ich horch in mich rein, unerschrocken. Könnt ihr das lesen, was da steht? Oh ja, es ist eine spezielle Form der zelestischen Sprache. Hier steht zu den Arbeiterlagern, Vorratslager und dort steht die Waffenkammer. Und dann steht da noch alle anderen Richtungen weiter nach unten. Ich wäre für alle anderen Richtungen weiter nach unten. Gut, dann geht ihr weiter in die Tiefe. Haben die irgendwas gesagt, wo das Ei aufbewahrt sein könnte? Ich denke mal eher in so einer Schatzkammer oder in einer Nahrungskammer, man weiß es nicht. Es kommen euch zwei Arbeiter entgegen und erstarren, als sie euch sehen, auf der Treppe. Der eine dreht sich so ganz langsam um und will fliehen. Angriff! Du hörst unerschrocken, aber das sind doch harmlose Formianer! Ich zieh meinen Bogen. Initiative. 9 Feuerbach. 9. Habe Keulereck. 15. 5. Gut, Habeck ist als erster dran. Du hörst das besorgte Seufzen von Unerschrocken, die ja wirklich unerschrocken ist, aber es ist nur Formianer. Ich denke in mich herein, es tut mir leid, und schieße auf den Flüchtigen mein Crossbow Heavy ab. Mit einer 15. Sie sind relativ gut gerüstet mit ihrer Chitinrüstung, aber das würde treffen. 4 Schadenspunkte. Es gibt ein klirrendes Geräusch, als du seine Chitinrüstung durchschlägst. Er schreit auf. Versuche, den Flüchtigen zu erreichen. Also du prescht weiter die Treppe runter. Die sind von unten auf euch zugekommen. Arik ist dran. Ja, dann laufe ich ein paar Schritte. Und dann soll das Eichhörnchen ein Flameseed schmeißen. Das macht eine flammende Nuss. Schmeißt es dann auf die. Rüstungsklasse 15. Trifft. 4 plus 2 sind 6. Auf den er weiter weg ist, der sich schon umgedreht hat zum Weglaufen. Ja, der schreit auf, schmerzerfüllt. Ah! Und rennt weiter. Das war meine Bonusaktion. Ich mache noch eine Aktion. Mhm. Wie schwer verletzt ist dieses Vieh? Ja, ziemlich, ne? Das raucht und ja.
Das ist so gut wie tot. Dann mache ich einfach ein Produce Flame. Und treffe Rüstungsklasse 13. Das prallt an der Chitin-Rüstung ab. Die Formianer drehen sich um und stürmen in die Tiefe davon und verschwinden hinter einer Biegung, sodass ihr keine direkte Schusslinie mehr habt für sie. Wie schnell seid ihr denn? 30. 35. 25. Habeck wird die nicht mehr ohne weiteres einholen können. Es kommt jetzt zu einer Verfolgung. Ihr stürmt die Treppe runter und Habeck fällt schon mal zurück. Ich könnte theoretisch mein normales Bewegungstempo, dann könnte ich ja noch mit einer Aktion einen Dash machen. Und als Bonusaktion kann ich ja nochmal 15 Schritt teleportieren mit dem Eichhörnchen. Ich glaube, der Meldor ist von euch der Schnellste. Der ist 35 schnell und der ist, glaube ich, ein Rogue, ne? Jo. So, das heißt, der macht eine Dash-Action als Bonus-Action und bewegt sich nochmal und ist schon relativ dicht an den Formianern dran und dann kann er noch was machen. Deswegen wäre Meldor jetzt als nächster dran. Du holst schnell auf zu den Formianern. Genau, also ich möchte gern den, der so schon kurz am Kokeln ist, bewegungsunfähig machen. Ich schieße mit meinem Bogen. Gut. Ich habe eine 17 getroffen. Das trifft. 4 Schadenspunkte, nicht tödlichen Schaden. Das reicht. Du versenkst den Pfeil in seiner Hüfte. Der schreit schmerzerfüllt auf. Der andere Formianer stürmt den Gang weiter herunter. Der Verletzte bleibt liegen. So. Habeck schließt jetzt auf, ist aber immer noch nicht schnell genug. Jetzt wäre Arik wieder dran. Ich laufe und lasse mich zwischendurch 15 Fuß zusätzlich teleportieren. Du holst auf zu dem Formianer, der blickt angsterfüllt hinter sich und dann erscheint vor ihm ein blendendes Licht. Ein grünlicher Kristall kommt auf dich zugerast und kreist deinen Kopf und fliegt dann zurück zu dem Formianer. Der schreit auf und löst sich auf. No. Du, Meldor, kniest an dem verletzten Formianer. Gnade, 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 ich habe nichts Schlimmes getan. Ich mache nur meine Arbeit hier. Ihr tut schlimme Dinge. Verlasst die Stadt. Ihr stört die Ordnung, ihr stört die Ordnung. In dir hörst du, Habeck, das Seufzen von Unerschrocken. Wir sollten ein Geständnis ablegen, Habeck Holderheck. Dann gestehen wir. Habeck, mach keinen Mist. Ich beug mich runter zu dem Formianer, halt so den Finger an meine Lippen und sag, sei leise. Hör zu, du machst deine Arbeit, das ist ganz toll. Aber wir haben eine Frage. Wir suchen einen Gegenstand. Weißt du, wo ihr Gegenstände lagert, die nicht von euch produziert werden? Was für ein Gegenstand? Ein Ei. Ein großes Ei. Er guckt euch an. Ihr meint das Drachenei. Eben jenes. Er schluckt. Ich darf euch das eigentlich nicht sagen. Und er guckt dich an. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du sprichst, du kannst deine Arbeit weiter tun, oder du sprichst nicht und du kannst deine Arbeit nicht weiter tun. Mach mal einen Intimidation-Wurf, einen Einschüchtern-Wurf. Eine 18. Das Ei, er senkt so den Kopf, das haben wir gestohlen, einem Drachen. Ich wusste, dass das nicht rechtschaffen ist und dass es auf uns zurückfallen würde. Aber der Drachen hat unsere Brut vernichtet. So, so. Das Ei ist in der Brutkammer der Königin. Erzähl mir was über die Brutkammer. Gibt's dort viele Wächter? Oh, sie ist ganz unten im untersten Stockwerk. Oh ja, sie wird von 4 mächtigen Kriegern dauerhaft überwacht die ganze Zeit. Ihr könnt dort nicht hinvordringen, sie werden euch erwischen. Jawohl.
Erzähl mir was über die Krieger. Gibt es eine Möglichkeit, sie abzulenken, sie wegzulocken? Oh, nein, nein, nein. Sie sind sehr aufmerksam und mächtig und stark und haben einen tödlichen Stachel. Und ihr seid ja nur staatenlose Vagabunden. Klicken die Klack. Na, na, na. Wie soll denn der Drache hier runterkommen? Durch diese ganzen schmalen Gänge hier? Und dann die Brut vernichten. Wie soll denn das funktionieren? Der Drache ist auf einem unserer Hügel gelandet und hat ihn zum Einsturz gebracht durch sein großes Gewicht, das fette Biest. Und darunter sind alle Eier und Larven zerquetscht worden. Aber wusste der Drache, dass dort eure Bruthügel sind? Und was wollte Drache überhaupt von euch? Das wissen wir nicht, aber er hat alle getötet da drin. Die Jungen, die Eier, die Larven. Aber was anderes, was habt ihr mit dem Ei vor? Das weiß ich nicht, für so etwas bin ich nicht qualifiziert. Wie du schon gesagt hast, ist das hier alles so nicht so richtig gewesen, ne? Dass ihr das geklaut habt. Und wir sind jetzt beauftragt, nämlich hier runter zu gehen, um mal zu reden und um mal zu gucken, was hier los ist und das Ei wieder zurückzubringen. Dann müsst ihr mit der Königin verhandeln. Dann bringt uns zu der Königin. Er steht auf, wackelt. Gut, es ist eigentlich verboten, hier runter zu gehen. Aber unter diesen besonderen Umständen führe ich euch zu Königin Kelekelektra. Gut. Er dreht sich um und ihr müsst ihn so ein bisschen stützen. Hier entlang. Es geht in die Tiefe herunter. Ach so, und was ich noch vergessen habe. Du hattest einen Arbeitsunfall. Ich hatte einen Arbeitsunfall. Das ist eine Lüge. Er guckt dich an und im nächsten Augenblick erscheint ein Kristall hinter euch, fegt auf euch zu, um euch herum, trifft den Formianer und er ist weg. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Irrfahrt der Exploratoren durch Arcadia und seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn die Helden endlich die Bastion des Rechts erreichen. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Folge habt, hinterlasst bitte einen Kommentar auf Spotify, unserer Website, auf unserem YouTube-Kanal oder unserem Discord-Server. Den Einladelink für Discord findet ihr auf unserer Website. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über alle positiven Bewertungen, egal wie oder wo ihr uns hört. Und wer uns sogar finanziell unterstützen möchte, kann das sehr gerne über unseren Patreon-Account tun. Den Link findet ihr auf unserer Website vorsichtfeuerball.de. Vielen Dank! Und mögen alle eure Würfe Crit sein.